Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Final Fantasy 7 Crisis Core. Und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar helfen wir unserem kleinen, schwächlichen Freund bei seinen Missionen. Der eigentlich will er einfach nur alle Missionen an uns abdrücken. Hauptsache er selber macht nichts. Und Zack ist halt zu gutmütig, um das zu verstehen. Ah, scheiße, ich wusste, dass es eine doofe Idee war, da so rüber zu laufen. Ah, da hinten haben wir schon den Endgegner. Schön an der Seite langlaufen, schön an der Seite langlaufen. Jetzt. Sehr schön. Einmal ein Hit und drei Treffer, drei Kills. Ich bin dir sowas von verbunden, Boss. Du bist ein unerschöpflicher Wissensquell. Ich stehe für immer in deiner Schuld, Boss. Ey, solche Töne kenne ich ja gar nicht von dir aus. Der Memme ist endlich ein Mann geworden, was? Ja, dank dir. Ich meine Nalogen, Boss. Auf meiner nächsten Mission kriegt das Gesocks eine ordentliche Gesichtsmaske verpasst. Aus dem eigenen Gedärmen-Mover. Hahaha. bist du sicher, dass alles in Ordnung mit dir ist? Bis bald, Boss. Okay, er ist einfach weggerannt. Okay, aber das sind noch mehr Missionen. Vielleicht macht das jetzt wirklich allein, oder? Keine Ahnung. Naja, wir schauen mal in die nächste Mission rein. Da sind ja noch ein paar gewesen. Stellvertretender Einsatz. Yo. Scheiß auf die Truhe, ey, da ist eh meistens nichts Dolles dran. Nur am Ende der Mission kriegt man was Richtiges. Hier meistens bei der Brücke kann man den Kampf nicht ausweichen. Das ist leider immer so. Er streckt mir direkt seinen Arsch hin, sodass ich ihn schön von hinten einmal. Oh, wie das klingt. Naja, fertig machen kann, ne? Wie weit man hier latscht muss, um zu dem zu kommen. Fuck. Ey, ihr Mongos. Macht mich nicht wütend, ey. Okay, damit sollte der Kampf dann beendet sein, wenn es klappt. Wenn es denn klappt. Aber es klappt. Und eine Sache müsste sich auch weiterentwickeln. Vitaga, Stufe 4. Mit der Ohrschauer Stufe 5. Ja, das sollte reichen. Yes. Ah, Meister Zack, wie immer eine beeindruckende Vorstellung. Schade um die Mission, aber Kopf hoch, sowas passiert jedem Mal. Meine mangelnde Kampferfahrung hat sich nachteilig auf meine Leistung ausgewirkt. Auf dem Schlachtfeld ist eben nicht alles so wie in den Lehrbüchern. Oh, ich dachte, du wärst vielleicht betrübt, aber du scheinst ja ganz gut damit klarzukommen. Ich hoffe, dass ich euch eines Tages vor Augen führen kann, wie sehr ich unter eurer Führung gewachsen bin, Meister Zack. Ja. Erlaubt ihr mich zu empfehlen. Polarreif. Also kriegen wir auf jeden Fall Gegenstände, die wir noch nicht hatten. Aber ich glaube, die sind alle nicht besser als die wir bisher hatten. Aber das checken wir gleich nochmal nach der letzten Mission in dem Dingsel ab. Warte mal. So, und dann zweiter stellvertretender Einsatz. Und immer noch ist es leicht.
Also im Schleichen sind wir schon mal gut. Wir kommen gut immer an den Gegnern vorbei. Zumindest an den meisten. Dafür erschrecke ich mich schon immer fast, wenn wir dann mal einen kriegen. Ach komm, wir laufen da lang. Und dann darunter. Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ja gut. Vielleicht gleich One-Hit wieder. Bitte Stufe 7. Oh Mann, Alter. Es muss doch langsam mal wieder ein Level abgeben. Die bollern da mit ihren Raketen rum. Big One. So, der ist auch mit dem ersten. Und der zweite. Hermesstiefel erhalten. Gucken, ob der Missionskatalog sich erweitert. Nö. Also gibt es dafür auch nichts Neues. Und jetzt gucken wir aber nochmal an die Ausrüstung, ob irgendwas davon brauchbar ist. Schützt vor Fluch. Perlenkette haben wir auf jeden Fall erhalten. Die ist nicht sonderlich gut. Hermesstiefel haben wir erhalten. Ist auch nicht sonderlich gut. Polarreif haben wir erhalten. Ist auch nicht gut. Boah, ich würde sagen, das war wohl nix. Müssen wir wieder irgendwas finden, wo wir besser treffen kriegen, ey. Dann machen wir mal hier weiter. Ich habe die Vermutung, dass wir da vielleicht noch eine Materie kriegen. Eine für uns nützliche Materie. Vielleicht eine Beschwörung. Seelstein. Alright, here comes the big one. Den nehmen wir mal mit, der ist ja schon auf unserer Seite. Gravitas. Stille erhalten. Oh, da kriegt man immer was Neues von denen. Oh, hier können wir sowieso nicht ausweichen auf der Brücke. Also nehmen wir die auch noch mit. Stein erhalten. Okay, da ist nicht richtig. Ah, scheiße. Ja, Mann, nochmal eine Ultimate Fail. Und diesmal kommen wir in die Genesis rein. Und Level Up, Stufe 36. Sehr schön. Ich glaube, wenn wir Stufe 40 sind, sollten wir auf jeden Fall. Da werden wir uns auf dem Weg zum Boss machen. Das hat aber gar nicht so viel abgezogen, irgendwie diesmal.
Shinra-Protektoren. Scheiße, was war das? Stopp. Ah, fuck. Auch weggeschnasselt und da hinten ist der Boss. Bei dem müssen wir aufpassen, der setzt tot ein, also. Auf jeden Fall direkt auf ihn. Sieg! Mag-Verstärker. Missionskatalog erweitert und dann die nächste Mission. Elektromagnetische Ebenen, Hölle. Ich mag es lieber als... Na, wobei, eigentlich ist es kacke. Bei dem hier sieht man immer nicht, wo die Gegner dann auftauchen. Kann man also auch nicht dran vorbeilaufen. Den dunklen Feuerball hatten wir auch noch nie gehabt. Oh nein. Nicht schon wieder das. Ah, da hinten ist er. Den müssen wir natzen. Oh, fickt euch, Alter. Unnötig, Mann. Als wenn ich nicht den schaffen würde, den Boss. Aber ihr seid nur im Weg, Alter. Ihr seid Kanonenfutter für ihn. Komm, ey, jetzt aber... Wenn er wieder an derselben Stelle ist wie eben, dann müssen wir nur hier lang. Oh, fick dich, Alter. Warum ist er gerade immer noch in dem Zauber? Alter, ihr seid solche Missgeburten. Alter, leckt mich doch mal. Komm schon. Na, danke. Ja, komm, beweg dich. Die hitten einen einfach zu schnell weg, ey. Das ist zu krass. Und jetzt da hinten. Alter, jetzt kommt hier alle 2 Meter ein Gegner, oder was? Komm schon, Stufe 7. Oh, Luftschlag 2, Mann, das killt bestimmt gar nichts, Alter. Gut, das kleine Vieh habe ich jetzt schon einmal geschlagen, das hält auch immer nur so wenig durch, das wird wahrscheinlich tot sein, aber das war's auch. Activating combat mode.
So, und jetzt machen wir den. Ja, komm, Alter. Fick dich einfach. Ja, gut, Leute. Dann ist die Mission halt zu krass. Ja, Leute, das war's aber auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Ich sage erstmal tschüss und bis zur nächsten Folge und bleibt stabil.